Wir sind unsterblich. Hier ist der Chris von Blutengel. Ich muss noch mal ein bisschen Werbung machen für unsere beiden Konzerte, die wir jetzt noch spielen werden. Wir haben noch zwei Open Airs. Das ist einmal in Leipzig am 20.09. in der Parkbühne und einmal am 3.10. in Dresden in der Jungen Garde. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die letzten Tickets, die es noch gibt, im Out-of-Line-Shop oder bei Eventim, wenn die noch weggehen. Aber ich merke, wenn ich so in den sozialen Medien mich so ein bisschen umgucke, teilweise sind die Leute verunsichert. Sie sind verunsichert und sagen, nachher wird dieses Konzert auch abgesagt, es wird doch gerade alles abgesagt. Richtig, es wird alles abgesagt, alles was geplant war, alles was Indoor-Club-Konzerte, Touren sind, wurden abgesagt. Aber InMove hat ein sehr, sehr gutes Sicherheitskonzept, ein Corona-fähiges Konzept auf die Beine gestellt, das es uns ermöglicht, trotzdem Konzerte zu geben. Mit Abstand, mit Hygiene, mit all diesen Sachen, die es möglich machen, doch in diesen Zeiten ein Konzert zu geben. Und das haben wir in Klaffenbach einmal sehr erfolgreich bewiesen. Jeder, der da war, würde ich mir vorstellen können, der wird sagen, es war doch eigentlich doch ganz geil. Gar nicht so schlecht, wie wir dachten. Man kann Spaß haben, man kann eine Feier. Und genau so wollen wir das jetzt noch zweimal machen. Und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn ihr sagt, ey, dann gehen wir doch einfach doch nochmal dahin, denn diese Konzerte finden statt. Und wir wissen ja gar nicht, wann finden denn wirklich wieder Konzerte statt. Alles, was sich jetzt verschoben hat ins nächste Jahr, ist das wirklich so? Wir wissen es nicht. Wir würden es hoffen, also wir hoffen es, dass das nächstes Jahr alles besser wird. Aber keiner weiß es wirklich. Und deswegen kann ich euch nochmal ins Herz legen, wenn ihr Bock auf Blutengel habt und uns nochmal sehen wollt, in nächster Zeit, dann kommt nach Leipzig oder nach Dresden. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Tickets und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir einfach diese beiden Konzerte nochmal zusammen verbringen würden. Also, ich bin da, ihr vielleicht auch. Macht's gut. Bis dahin.